So, hi Leute, hier ist der Felix von FM und heute zeige ich euch mal einen wirklich großen Kurzheckbagger von Lesu in einer wahnsinnig guten Ausstattungsausführung, also wirklich Maximalausstattung. Und ja, bei diesem Modell haben wir die Option, den mit PL18 fertig konfiguriert zu bestellen. Oder ihr könnt ihn auch bei uns ohne Funke bestellen. Ja, also das könnt ihr auswählen, ob wir euch hier eine PL18 einbauen sollen und einstellen oder ob wir das nicht tun sollen. Was neu ist bei Lesu, seit geraumer Zeit legen sie sehr schöne, dicke Anleitungen mit rein. Da sind ein paar Informationen von uns mit drin natürlich auch, und was aber auch dabei ist, es ist eine komplette Aufbauanleitung fürs Modell. Es sind Explosionszeichnungen drin von Kettenantrieben, es sind Zeichnungen drin von Drehkranz, es sind Einzelteillisten drin von den Modellen. Ja, hier zum Beispiel, ja, wie heißt es, Drehkranzritzel, es hat die Ersatzteilnummer XY und so weiter. Das ist alles schön beschrieben. Ja, die Maße sind alle drin. Die werde ich euch jetzt hier einfach mal vorlesen. Und zwar, wenn der Bagger so steht, wie er jetzt steht, hat der Arm von hier nach da oben eine Höhe von 770 mm. Das Fahrwerk hat eine Länge von 470 mm. Und wenn der Bagger den Arm nach vorne eingeknickt, also wenn er so da steht, nach vorne eingeknickt, dann hat er eine Gesamtlänge von 815 mm. Also ihr seht mal die Dimensionen, ist ein ganz schön großer Bagger. Ja. Er hat vorne ein Räumschild, hydraulisch steuerbar natürlich. Er hat, ich lege das mal hier weg, er hat hier vorne dran drei Zusatzhydraulikanschlüsse, also drei auf jeder Seite, das ist immer hin und zurück. Das sind sechs Anschlüsse, aber er hat insgesamt nur drei Funktionen darüber. Da könnt ihr nachrüsten, hydraulischen Schnellwechsler von Lesu und viele, 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 viele Hydraulik-Tools, Greifer, Schwenklöffel. Es gibt eine Siebschaufel, eine hydraulische, richtig coole Sache, ja. Also das ist so eine Rotationssiebschaufel, ja, die funktioniert auch richtig. Vielleicht ist es euch mal aufgefallen im Modellbau, es ist nicht so einfach, eine richtige Siebschaufel zu benutzen, mit der auch was zu sieben. Ja, ich kann diese Rüttelbewegungen wie der echte Bagger, die kriege ich nicht hin beim Modell. Und damals die Rotationssiebschaufel von Lesu, der funktioniert das super. Ja, das ist im Prinzip eine riesen Schaufel innen drin, ist wie so ein Wäschetrommel mit Löcher, und da grabe ich mir das Material rein und lasse es dann rennen mit einem hydraulischen Drehmotor, unbegrenzt drehbar natürlich. Und da sieht mir das dann schön, schön raus. Ja, das funktioniert super. Stelle ich euch auch auf jeden Fall mal vor, diese Schaufel. Wir sind im Moment dran. Die ist ein Bausatz, die muss man auch zusammenbauen. Die ist im Moment beim Lackieren. Wenn sie fertig ist, schaut man die mal ran an den 945er von Lesu, an ein bisschen kleinere Bagger, und zeigen euch das mal, wie das funktioniert. Ja, ja, zu dem Modell nochmal zurück. Er hat oben Arbeitsscheinwerfer, er hat auch hier sehr helle Arbeitsscheinwerfer, er hat eine Multifunktions-Rundumleuchte mit drauf. Arbeitsscheinwerfer hinten und auch am Heck. Ich zeige ihn euch mal, wie er von hinten aussieht. Ja, auch hier große Beleuchtung und auch hier oben Arbeitsscheinwerfer fürs Heck. Ihr habt GPS-Antennen mit hinten drauf. Ihr habt Klappen an der Seite zum Aufmachen. Hier drin sitzt der Akku, ein 7,4 Volt Lipo. Der wird bei diesem Modell tatsächlich von Lesu schon mitgeliefert. 6000 mAh Akku. Und, ne, sorry, ist gar kein 7,4, es ist ein 11,1. Er fährt mit 3S tatsächlich. Ja. Ich habe jetzt in meinem Vorführmodell hier einen 2S Akku drin. Funktioniert immer auch mit 2 oder 3S, ist egal. Also Vorsicht, weiter geht's. Jetzt schauen wir mal da rein. Was sehen wir hier? Einen Ölkühler. Ja, schöner Propeller drin, schöner großer Ölkühler drin. Und hier vorne ist der Tank drin, komplett versteckt. Das da oben ist ein
Ölfilter, der im Tank versenkt ist, ja, wie beim Original. Das heißt, ihr habt hier, ihr müsst den Tankdeckel runter machen, dann zieht ihr den kompletten Filter mit raus und dann könnt ihr den Filter auch auswaschen. Ja, wenn mal kleine Partikel irgendwie es in den Ölkreislauf schaffen, dann werden die da rausgefiltert. Also ihr seht, technisch und auch von den Maßen her sprechen wir hier nicht von einem Einsteigerbagger, das ist schon ein massives Gerät. Ja. Was Lesu immer macht, was ich cool finde, was mir sehr schön gefällt, der Einschaltknopf hier, die Armlehne. Die machen wir jetzt mal hoch. Dafür jetzt Display hoch, das zeigt mir aktuell an, eine Akkuspannung von 7,4 Volt, einen momentanen Stromverbrauch von 70 Milliampere. Ja, das ist ein bisschen Elektronik, aber da passiert jetzt gerade nicht viel. Eine Öltemperatur von 21 Grad und tatsächlich ein Ölfüllstand von nur 10%. Das heißt, im Moment ist im Tank noch 10% Öl. Das reicht, um das Modell zu steuern. Aber ihr müsst nachfüllen. Ja, immer so bei Hydraulikmodellen. Wir liefern die nie mit vollem Tank aus. Das Risiko, dass es überall ausläuft, ist einfach viel zu hoch. Die Tanks haben auch oft einen Überlauf oder einen Luftfilter oder sonst irgendwas, ein Entlüftungsventil. Dann würde es dann rauslaufen. Deswegen Öl müsst ihr immer reinfüllen. So, jetzt machen wir mal die Funke an. Dann startet es hier. Alle Schalter müssen in den oberen Positionen sein, dass sie angeht. Geht schon, ja. Hört alle Ventile, funktionsbereit, die Servos. Pumpe an. Die ist hier nicht über einen Mischer programmiert, sondern separat auf einem Drehknopf. Schau mal das an. Wahnsinn! Wie weit der da runter? Ich habe ihn gerade eben das erste Mal in der Hand. Ich habe den auch noch nicht bedient. Ich hatte jetzt sehr wenig Pumpedrehzahl, deswegen hat er sich so langsam bewegt. Schaut euch mal das hier an, hier oben. Die Schläuche. Ich drehe mal ein bisschen zur Seite, dann seht ihr das besser. Mal ein bisschen mehr Drehzahl. Guck mal, jetzt sieht es auch schon besser aus hier, gell? Einmal rum, dann seht ihr da super drauf. So, schaut euch das hier mal an. Es fährt nicht die ganze Verschlauchung hier hinter hoch über den Arm. Ich meine, das ist ein Kurzheckbagger. Da müssen wir natürlich versuchen, jeden Platz hier zu sparen. Deswegen fahren wir hier von der Seite hier hoch komplett. Fahren dann da oben drüber und wird dann hier wunderschön gefaltet hier oben drüber. Ich fahre mal mit dem Arm noch weiter hoch, dass man das mal auch noch mal richtig sieht. Ja, das wird dann hier so an der Seite rumgefaltet und läuft hier einmal ums Eck dann hier hoch. Ja. Also es kann man darüber streiten, ob man es braucht oder nicht, aber ich finde es einfach genial gelöst. Es sieht richtig cool aus. Ja. Ja, probieren wir mal die andere Funktion aus, würde ich sagen. So, mal fahren. Aha. Hier oben natürlich wieder, ja. Geht schon relativ schnell. Aber er geht natürlich auch sehr, sehr langsam und ich kann wirklich extrem genau fahren. Ich meine, typisch Lesu, ja. Was erwartet man da? Nichts anderes, ja. So, jetzt gucken wir mal, wie das Räumschild funktioniert. Pumpe an und gucken wir mal hier. Dozer Blade steht hier auf der Fernsteuerung, hat der Kollege drauf geschrieben. Es hat richtig Kraft, ja. Also der Bagger ist nicht leicht, es hebt ihn hoch, ja, problemlos. Und dann haben wir eben noch über die Drehknöpfe hier die Zusatzverschlauchung vorne für irgendwelche Anbauteile. Was uns jetzt noch fehlt, ist, würde ich sagen, die Beleuchtung. Wo haben wir die drauf? Hier haben wir einmal das Rundumlicht. Das schalten wir hier oben. Erste Funktion. Ich kann immer durchklicken. Zweite.
Dritte, ihr seht, das ist das, was ich meine mit Multifunktionsrundumlicht. Das hat mehrere Funktionen, ja, die kann ich Stück für Stück dann durchschalten. Und das macht dann immer was anderes, ja, so wie es einem gefällt, ja. Und auf der linken Seite oben haben wir die LEDs drauf, ja. Gucken wir mal. Passiert was? Ja, hier unten. Weiter geht's. Oh, jetzt wird es richtig hell. Guck mal hier und hier. Ja, jetzt wird es richtig schön hell. Hinter haben wir sie jetzt auch schon an. Ich zeige euch mal, wie es auch von hinter aussieht. Ja, also wirklich hier hinter auch schön gemacht, gell? Nächste Funktion oder nächste Stufe, dann ist alles wieder aus. Jetzt mache ich das mal durch von hinten, dass ihr mal von hinten seht, wie es da geht. Hier passiert noch nichts. Vorne gehen schon die unteren Scheinwerfer an. Jetzt gehen die hier an. Vorne sind auch bisher nur die unteren an. Jetzt gehen die obere Arbeitsscheinwerfer an, die oben an der Kabine gehen an, am Steinschlaggitter und die am Arm gehen an, ja? Das Steinschlaggitter habe ich, glaube ich, gar nicht erwähnt vorher, gell? Auch schon komplett mit bei dieser Variante mit dabei. Ja? Ihr habt schon Gitter oben drauf, Gitter vorne dran, Beleuchtung hier. Also ihr seht, ausstattungstechnisch müsst ihr da nicht mehr viel machen. Und was ich sagen muss, die Lackierung ist richtig cool gemacht. Ja? Also normalerweise bei Lesu lange immer Bausätze unlackiert natürlich, dann haben sie angefangen jetzt vor einer Weile mit Bausätze zu lackieren. Immer relativ eintönig von der Farbgebung her und jetzt wird es langsam interessant, würde ich sagen. Mit so kleinen Details, die es einfach ein bisschen, ja, ein bisschen interessanter machen, wie hier an der Schaufel zum Beispiel. Das Gelb hier vorne, das sind keine einzelnen Teile, ja. Das heißt, das ist alles komplett abgeklebt worden und da lackiert. Gut, die Zähne und die Backen, die sind natürlich Einzelteile, aber auch die in einer anderen Farbe wieder hervorgehoben zur Schaufel. Die Schwinge hier vorne in Rot, die Treppen in Rot hier unten und auch hinter. Gucken wir mal, da kommen wir nicht rum. So, am Schild fahren wir vorbei. Jo, passt. Da muss man aufpassen. Ich bin der Meinung, da könnte ich reinfahren mit den Zähnen, ja, wenn das Schild oben ist, aber man kann nicht alles irgendwie verhindern, dann muss halt der Bediener ein bisschen vorsichtig sein. Ja. Hier hinter auch ums Licht rum seht ihr noch die rote Ringe. Das ist das, was ich noch zeigen wollte. Ja. Also ich finde ihn genial. Riesig für einen Kurzheckbagger. Schöne große Schaufel. Aber zubehörtechnisch kriegt ihr wahnsinnig viel bei Lesu. Für alle, also sie haben drei Modellgrößen, drei Variantengrößen im Prinzip. Ja. Das heißt, das ist jetzt hier so wie der ganz alte von Lesu, der 870, der einer der ersten Bausätze, der hat die gleiche Schaufelgröße und da arbeiten die immer drauf. Also die haben drei Varianten, größentechnisch und wir sind jetzt hier in der größten Kategorie. Das heißt, alle diese Zubehörteile, die gibt es immer in drei Größenklasse und ihr kriegt dann immer in jeder Größenklasse auch wieder immer die gleichen Zubehörteile. Das heißt, wenn es in der größten Größe zum Beispiel eine Siebschaufel gibt, dann gibt es sie in drei Varianten. Gibt es einen Holzgreifer, gibt es den in drei Varianten, in drei Größenvarianten. Da müsst ihr immer schauen, für welches Modell ist es dann halt dementsprechend passend. Ja? Das ist der ET35. Das steht dann aber auch immer dabei, dass es für den ET35 passend ist. Und dann könnt ihr das ganze Zubehör für das Modell dann benutzen. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, hier euch dieses große Modell vorstellen zu lassen von mir. Ich finde es ein cooles Teil. Detaillierungsgrad ist schön hochgehalten. Ja. Grundausstattung ist wirklich überragend viel mit drin. Mit Paladin fertig, also wenn ihr ihn mit Paladin bestellt, die Funke ist super für das Modell. Vom Ausstattungsgrad her komme ich gut klar mit den Kanälen. Passt alles, ich habe noch ein bisschen was übrig. Man kann sich nur ein Soundmodul oder sowas nachrüsten. Ja. Oder ja, was willst du da noch nachrüsten? Gell? Da ist Beleuchtung dran überall. Antenne sind drauf, Schild hat er, Zusatzhydraulik dreimal.
Das kaufe ich mir so, wie es da steht, lasse es so, wie es ist und kann direkt losspielen. Ja, ja schaut es euch mal an im Online-Shop, wenn es euch näher interessiert. Wir über Fachhandel auch beziehbar natürlich. Lasst mir einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Vielen Dank, euer Felix. Bis zum nächsten Mal. Ciao.